Jetzt gibt es einen Plan. Am Montagabend gegen 21 Uhr trat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig vor die Kameras in der Staatskanzlei in Schwerin und informierte über weitere schrittweise Lockerungen. Dieses Mal für die Hotellerie- und Gastronomiebranche. Ab 9. Mai darf die Gastronomie wieder öffnen. Wir wollen dann in einem nächsten Schritt am 18. Mai die Hotels und Ferienwohnungen öffnen für Einheimische, für Bürgerinnen und Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern und dann zu Pfingsten für 60% der Kapazitäten auch Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern für ganz Deutschland ermöglichen. Möglich werden die Lockerungen in der Hotellerie und Gastronomie durch die konstant niedrigen Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Wirtschafts- und Tourismusminister Harry Glawe nennt eine Grenze für die tägliche Infektionszahl. Und wenn alles gut läuft, können wir in 14 Tagen nach dem 9. Mai weiter entscheiden, ob weitere Öffnungen möglich sind. Das hat immer damit zu tun, wie ist die Infektionszahl. Wir dürfen nicht über 20 Menschen, die positiv getestet werden, pro Tag steigen. Wenn das eintreten sollte, müssen wir gucken, wo sind die Ausbruchsherde, wo ist dann auch die Nachverfolgung im Bereich des Containments durch die Landkreise etc. abzusichern. Über 200.000 Feriengäste können ab Pfingsten wieder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen. Glawe lobte die Zusammenarbeit mit Branchenvertretern bei der Planung und bei den Lockerungen. Rund 130.000 Menschen arbeiten laut Glawe direkt im Tourismus. Dazu kommen weitere Zulieferbetriebe und Dienstleister.